Ja, wie läuft bei mir YouTube und kann ich mir vorstellen, das hauptberuflich zu machen? Ah, ich habe das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon mal hat jemand die Frage gestellt. Ich kann euch das ja einfach mal zeigen, das ist ein bisschen einfacher. Und dann können wir da ja gleich drauf eingehen. Also, letztes Jahr zum Beispiel habe ich Folgendes verdient. So. Letztes Jahr habe ich, sieht man das ja, 382,28 Euro im Brutto verdient. Ist für dafür, dass es mein Hobby ist, viel Geld. Klare Sache. Freue ich mich auch drüber. Ist aber nicht so, dass ich mir vorstellen könnte, davon zu leben, beziehungsweise das geht auch gar nicht. Ihr müsst euch vorstellen, das ist auch immer ein gewisser Zeitaufwand. Ich weiß, es ist da nur eine Reaktion. Da geht auch immer ein bisschen Zeit drauf, ne? Alleine fürs, so wie, wie heißt der, Drachenlord sagen würde, ihr unterschätzt alle das Rendern. Ja, das Schneiden und das Rendern, das dauert auch ein bisschen. Das ist halt immer ein gewisser Zeitaufwand. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nicht jedes Video, was ich hochlade, kann ich monetarisieren. Die meisten werden geclaimed, weil es halt Music-Content ist. Und dementsprechend, ich kann euch das ja auch einmal ganz kurz zeigen. Genau, und die letzten gingen jetzt zum Beispiel. Ne, Farid Bang, San Diego, so Bushido sperrt sowieso grundsätzlich meistens schon manuell. Also sind ganz viele Sachen. Alles, was geclaimed wird, kann ich zum Beispiel nicht monetarisieren. Und bekommen dementsprechend kein Geld dafür. Das ist auch nicht schlimm, das ist auch vollkommen in Ordnung. So, wenn es klappt, dann ist gut. Wenn es nicht klappt, dann ist das so. Aber 382 Euro für ein ganzes Jahr dafür, dass man es nebenbei macht, ist natürlich trotzdem viel Geld. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, wenn du einen Nebenjob hättest, wo du nur einmal die Woche hin müsstest. Und für eine Stunde oder so, und du kriegst 15 Euro. Dann hätten wir, wie viel Jahr hat das Wochen? Wie viel Jahr hat das Wochen? Genau. Wie viele Wochen hat das Jahr? 52. Mal 15, 700, knapp 800, 780. 780 Euro würdest du dann verdienen, wenn du nur einmal die Woche für 15 Euro arbeiten gehen würdest. Also, ihr seht schon selber, es würde sich mehr lohnen, einen 450-Euro-Job anzufangen, so, wo du im Monat deine 450 voll machst. Also, ich könnte mir, so wie es jetzt läuft, natürlich nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Dafür mache ich auch viel zu wenig, ganz klar. Und ich hätte auch einfach nicht die Eier, bin ich auch ganz ehrlich. Weil, schaut mal, erstmal musst du dich für ein Thema festlegen. Dann musst du schauen, dass du immer up to date bleibst. Das heißt, du musst das Ganze verfolgen. Deshalb respektiere ich jeden, der nebenberuflich schafft, sich so ein riesen Ding aufzubauen, nebenbei noch arbeiten geht, noch irgendwelche Projekte laufen hat und es dann noch schafft, YouTube groß zu machen. Gewaltig, Alter. Das ist richtig, richtig krass. Bei mir steht einfach zu viel auf dem Spiel, dass ich sagen könnte, hey Leute, ich kündige jetzt meine Arbeit, konzentriere mich voll auf YouTube und mein einziger Content ist im Moment Reactions. Das ist ja nicht mal Content, das ist ja das Problem. So, das heißt, was soll ich da anbieten? Das würde gar nicht funktionieren, ja. Ich bin natürlich dankbar dafür, dass es so viel Geld ist. Das ist jetzt wieder so, dass ich sagen kann, hey, das kann ich jetzt weglegen für Setup. Jetzt bei mir als nächstes die Grafikkarte dran.
Also im Moment ist es ja so, dass ich so nicht mal mehr Fortnite streamen kann, weil die grafischen Voraussetzungen, die sind inzwischen so hoch, dass ich das einfach nicht mehr. Also ich kann es zocken, aber wenn ich anfange zu streamen, dann stürzt einfach alles ab. So, das heißt, als nächstes ist wieder Grafikkarte dran. Man kommt einfach gar nicht hinterher. Deshalb ist es so Geld, was direkt wieder reinfließt. Es ist halt ein Hobby. Ich liebe dieses Hobby, ich liebe Musik, ich liebe Deutschrap und alles, was ich damit einnehme, geht einfach wieder in das Hobby rein. Und ja, natürlich, jeder hat, glaube ich, diesen Traum, dass er sagt, hey, irgendwann mal so Influencer werden oder irgendwann mal YouTuber werden und davon leben. Ja, natürlich hat man das im Kopf und man denkt, boah, das Leben wäre so einfach, Bro, das wäre einfach so unfassbar genial. Aber der Weg dahin ist steinig, man braucht ein bisschen Glück und man braucht auf jeden Fall dicke Eier. Ja, man muss auf jeden Fall sehr konsequent und ehrgeizig rangehen. Und dicke Eier habe ich zwar, aber ich bin im Moment einfach nicht ehrgeizig genug, um alles auf eine Karte zu setzen. Und vielleicht auch nicht risikobereit genug. Das Haus zahlt sich auch nicht von alleine. Ja, es ist immer relativ schwierig. Wenn ich das meiner Frau erzähle, dann schlägt sie mich wahrscheinlich zusammen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich für jeden, der es irgendwie schafft, damit durchzustarten. Ich bin froh, dass Twitch auch läuft. Streame im Moment einmal die Woche und trotzdem lassen Leute Abos da, wo ich mir denke, so, Bro, wofür? Ich bringe doch gar keinen Content, so. Aber trotzdem gibt es noch Leute, die so trotzdem unterstützen, Mann. Und auf YouTube weiter drücken. Und das ist geil, Mann. Es macht einfach Spaß. Ich liebe meine Community. Und gerade auch abends das Nachrichten beantworten. Ich habe immer noch nicht mehr ganz so krass wie zum Dezember hin, aber immer noch genug Nachrichten in den Ordnern, wollte ich sagen, so als Mails oder als private Nachrichten, die ich dann abends noch beantworte, so nebenher. Und das ist einfach, das ist ein schönes Gefühl, Mann. Das ist, ja. Auf jeden Fall, wenn wir schon dabei sind, danke nochmal für den Support. Danke, dass es letztes Jahr schon so schön gelaufen ist. Ich bin auch mega dankbar dafür, dass Twitch so gut läuft. Und ich darf hier die Zahlen leider nicht nennen. Wir sind gerade im Livestream und das ist alles ein bisschen strenger. Läuft aber ein bisschen besser als YouTube. Also, ja. Ich hoffe, ich habe deine Frage gut beantworten können. Und können wir ja zum Jahresende nochmal machen, wenn ihr Bock habt. Je nachdem.